Okay, das können wir auch, oder? Aber da kommen noch andere, oder? Ja. Ja. Ein bisschen Overkill. Es geht halt so. Wir könnten noch zwei aufstellen. Ich dachte eigentlich, ihr macht direkt unten drunter sozusagen die Karte. Ein Dosentelefon. Das Dosentelefon telefoniert. Über WLAN. Was tust du gerade? Also ich versuche gerade zu meiner Karte. Zu meiner Karte einen Mülleimer zu addieren, um damit was gedoppelt zu haben, aber anscheinend macht das das Programm nicht gerne. Also 0011111 00, dann neue Teile. Hi, ja,
schauen gerade, dass alle Projekte sich starten und wir hektisch in Taxi 2016 eintragen. Ja, wir haben ganz viele Post-its genommen und da die einzelnen Teilsachen, die zu tun sind, draufgeschrieben und an die Wand gehängt und sortiert. Also wir haben quasi eine Karte von Wien und da drauf sind Bäume und je nachdem wie nah man am Baum ist, desto höher ist natürlich die Pollenflucht, wenn man den Wind nicht beachtet. Und dann gibt es dann überall einen Punkt und dann kriegt man da einen Vektor raus und des Vektors berechnet. Und je nach Länge gibt es dann einen bestimmten Wert für diesen Ort, wie viele Pollen der hat. Wenn man dann allerdings den Wind mit einberechnet, dann haben wir hier den Windvektor. Und dann gibt es hier wieder irgendeinen Punkt, das wird jeder Punkt durchgeguckt. Und dann haben wir einen zweiten Vektor und einen Winkel. Den Winkel haben wir folgendermaßen ausgerechnet. Deswegen haben wir dann folgendermaßen ausgerechnet und je nachdem, wie groß Alpha ist, gab es dann eben Abzug für die verschiedenen Punkte, weil wenn ein Punkt zum Beispiel zwar sehr nah am Baum ist, aber gerade so in die Richtung weht, dann gibt es halt Abzug für den Punkt, wo eigentlich ein Wert von 4 steht, dann eben nur noch zum Beispiel ein Wert von 1. Und so können wir den Wind mit einbeziehen. Yay! Deswegen haben wir im Rahmen von Jugend Hack X-Ident entwickelt.